die Arbeit ist aus einem Wettbewerb hervorgegangen, wo es einerseits um das Versäumnis ging, die Leistungen der Wissenschaftlerinnen zu ehren, auf der anderen Seite um diesen Aspekt 154 Gelehrte im Arkadenhof der Uni Wien, die als Büsten bzw. Ehrentafeln im Arkadenhof montiert sind, die ausschließlich bis auf eine Ehrentafel für die Marie von Ebner-Eschenbach ausschließlich Männern zugeordnet sind. Mir ist dann schon aufgefallen, im Laufe des immer wieder Hingehens, ich bin sehr oft an die Universität gegangen und habe mir die Situation angeschaut, dass die einzig weibliche Darstellung, also die einzig weibliche Figur der Kastalia-Brunnen in der Mitte des Hofes ist. Es ist eine Nymphe, eine Quellnymphe, die sitzt am Thron, also auf keinem Thron, auf einem Stuhl und schaut so recht statisch und starr so Richtung Hauptausgang. Und ich habe diese räumliche Situation sehr spannend gefunden. Also die Kastalia, die da in der Mitte des Hofes thront und umringt ist von diesen 154 Ehrungen für die Männer. Ich habe überlegt, wie man mit diesem Raum umgehen kann, der insofern auch sehr schwierig war und kompliziert war, weil er natürlich denkmalgeschützt ist, weil man sich die Frage stellt, was kann man da eigentlich noch dazufügen? Also der ist eigentlich besetzt, würde ich mal sagen. Es ist dann im Lauf der Zeit mit diesen ganzen Fragestellungen und mit den Gesprächen, mit dieser räumlichen Situation, die Idee entstanden, eben mit dem Boden zu arbeiten. Ich habe dann gedacht, ja, der Schatten der Kastalia, aber was heißt es, wenn die Kastalia einen Schatten wirft? Das ist eigentlich nicht wirklich spannend genug. Aus dem heraus habe ich mir gedacht, eigentlich geht es ja auch sehr stark um die Frauen, die momentan an der Uni mit dieser Situation leben und arbeiten müssen. So waren die Überlegungen mit Hilfe einer Fotoserie, die ich erstellen werde, mit Mitarbeiterinnen der Uni aller Kategorien, das heißt Mitarbeiterinnen, Professorinnen, Wissenschaftlerinnen, die zu bitten, mir Modell zu stehen, sie zu bitten, zu diesem Thema, zu dieser Thematik Stellung zu beziehen und sie zu fotografieren und aus ihren Umrissen diesen neuen Schatten, diese neue Schattenfrau, diese Schattenfigur zu kreieren. Es war eigentlich so, dass ich diesen Schattenentwurf, der ist am Computer von mir erzeugt worden, also eine schwarze Frauensilhouette, die hat der Steinmetz dann mit Hilfe eines hochtechnischen Gerätes, wo normalerweise Räume vermessen werden, über Laser in den Hof übertragen und konnte so Punkt für Punkt die Dimension anzeichnen, hat diese Linien dann verbunden und hat eigentlich eine riesige Zeichnung gehabt, von der er ausgehen hat können. Diese Linien sind ausgeschnitten worden mit der Flex. Auf diese ausgeschnittene Figur wurde dann eine Folie draufgelegt und diese Schnittkante, die da entstanden ist, ist nachgezeichnet worden. Und so hat der Steinmetz genau gewusst, wie er die Steine schneiden muss. Der Schatten geht von diesem Brunnen aus, von dieser Frauendarstellung, von der einzigen, die es gibt. Die Fußspitze beginnt eigentlich am Sockel des Brunnens. Das heißt, er steht in unmittelbarer Verbindung. Es war schon eigentlich in den ersten Ideen klar, dass es eine kämpferische Figur sein sollte. Diese Geste der Faust, das ist keine gewalttätige Geste, aber es ist eine Geste der Selbstsicherheit
Und es kann genauso heißen Hurra, beziehungsweise es ist Schluss oder jetzt es ist aus. Also dieses Ignorieren der Frauen oder dieses Verleugnen eigentlich von Wissenschaftlerinnen, die genauso ihre Leistungen seit Jahrhunderten erbringen, nachweislich nämlich, und zwar nicht vereinzelt, sondern es waren wirklich viele Frauen, das sollte damit auch zum Ausdruck kommen. In den ersten Sockel, da wird zu lesen sein, dass es um das Versäumnis geht, also das Versäumnis aufzuzeigen und zu Ehren der Wissenschaftlerinnen der Universität Wien. Und der zweite Sockeltext, und das ist schon auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von der Arbeit, wird so in starker Kommunizierung mit unterschiedlichen Referaten der Uni, zum Beispiel dem Referat für Frauenförderung und Gleichstellung, beziehungsweise dem Institut für Zeitgeschichte, sollen relevante Aussagen zu diesem Thema gefunden werden. Eine von den Frauen, die ich interviewt habe, die hat gesagt, das ist eigentlich total erfreulich, dass, ich meine, jahrelang passiert nichts und dann wird plötzlich der Boden der Universität aufgegraben. Also das war für einige wirklich ein starkes symbolisches Zeichen auch, dass das möglich ist.